Hallo liebe Gitarrenfreunde, hier ist wieder euer Gitarrenlehrer aus Stur, Weiher Bassum, Carsten Hausfeld. Ich wollte euch mal zeigen, wie man aus einer Gitarre, wie man sie ein bisschen zweckentfremden kann, wie wir Kirchenglocken emulieren können. Alles das, was ich jetzt euch hier erkläre, könnt ihr allerdings nur mit einer spanischen Gitarre machen, nicht mit einer Western-Gitarre. Weil die hat Stahlsaiten, da kommt der Klang etwas anders. So. Ihr seht, wir haben hier die unsere Kopfplatte von der Gitarre, dann hier den Sattel und dann der Übergang zum Hals. Wenn ihr euch diese Haken vorstellt, die an der Wand hängen, wo man Gitarren dranhängen kann, wenn ihr jetzt eure Finger so hinhaltet und eure Gitarre sozusagen in eurer Hand hängt, die muss richtig schön locker drin sein, ja, dann könnt ihr diese Gitarre, gut ist, wenn ihr zum Beispiel den Handrücken auch hier dann dran habt, ne? Dass sie euch nicht wegfliegt. Und wenn ihr dann die Saite E1 bis E6 immer spielt, zupft mit dem Zeigefinger, dann könnt ihr richtig Kirchenglocken damit simulieren. Entschuldigung. Alles klar, ich mache es euch mal vor. Und jetzt schwenke ich. Ihr wisst Bescheid, wie es geht. Ich wünsche euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch und alles Gute fürs kommende neue Jahr 2013. Ich denke, meins wird auch toller werden als die vergangenen Jahre. Ich wünsche euch was. Bis denn, frohe Weihnachten.